Beste zum Schluss. Ja. Christian wird uns was oder wieder was über Batur erzählen. Genau, hallo. Batur habe ich letztes Jahr schon mal was drüber erzählt. Da ist mir aufgefallen, dass das gar nicht so viele Fragen gegeben hat im Nachhinein. Und das habe ich ein bisschen zum Anlass genommen, die Art und Weise, wie ich es euch erzähle, nochmal zu überdenken. Und ich bin ganz froh, jetzt einen neuen Versuch gekriegt zu haben. Das sind eigentlich 45 Minuten, die ich dafür brauche. Ich quetsche das jetzt in 20. Deswegen nenne ich den jetzt den Highspeed Talk. Ich habe ein paar Sachen zusammengefasst und ein bisschen was versuche ich über schnelleres Reden zu erschlagen. Das bin ich. Unter dem Tag findet ihr mich. Schneller reden. Das und irgendwie wird das Signal doppelt übertragen. Schnellerei. Das ist die Firma, bei der ich arbeite, die ich mitgegründet habe, GoSept. Uns gibt es seit 13 Jahren. Wir sind in der Python- und Open-Source-Community sehr aktiv. Genau. Das ist das Projekt, an dem ich tätig bin. Das ist der Flying Circus. Das ist unsere Idee von Operations as a Service. Da geht es ein bisschen darum, dass Anwendungsentwickler und Systemadministratoren sich auf einer gemeinsamen Plattform treffen können, um Dienste zusammen zu betreiben. Okay, genug Werbung. Anfangen. Ich würde zuerst mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr gleich lernen könnt, und dann arbeiten wir uns dadurch. Das Erste, was ich erklären möchte, ist, warum Deployments zu automatisieren ein schwieriges Problem ist, warum der Teufel im Detail liegt und man deswegen sehr, sehr aufmerksam sein muss. Die Antwort, wie man das besser machen kann, wird sein Konvergenz. Die Frage ist, warum und wie hilft das? Und neben so grundlegenden Konzepten, damit ihr mehr mitnehmt als nur, hu, wir haben ja ein tolles Tool, die grundlegenden Konzepte kommen zuerst, und damit ihr dann auch konkret was damit anfangen könnt, gehe ich da noch ein bisschen darauf ein, wie man das mit Batur macht. Bevor wir tiefer einsteigen, erstmal ein bisschen Perspektive. Die technischen Details sehen teilweise extrem pedantisch aus, die gleich kommen. Betrieb ist aber eine Aufgabe, die ziemlich viel Detailverliebtheit braucht. Wenn man das nicht hat, dann muss man akzeptieren, dass man dauernd gebissen wird. So fühlt sich Betrieb manchmal an. Ja, alles so quer durcheinander. Vielleicht nicht ganz so wie auf dem Bild. In Realität ist es vielleicht mehr so. Das Problem ist, dass komplexe Projekte die Eigenschaft haben, von komplex zu kompliziert irgendwann rüber zu wandern. Und jede Ecke hat dann auch noch irgendeinen Grund, warum es die gibt. Kann man also nicht einfach rausstreichen. Über die Zeit hinweg ist es immer ganz gut, wenn man dann dran arbeitet und refaktoriert und Sachen wieder einfacher macht. Das Dumme ist nur, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt muss ich mich mal entscheiden, sagen, so, das muss jetzt in die Produktion, das muss jetzt erstmal laufen, und dann können wir es immer noch besser machen und auf Hochglanz polieren. Wohl oder übel müssen wir uns also damit abgeben, dass wir mit einem komplexen Projekt umgehen müssen, und die Aufgabe ist, sich nicht so blöd anzustellen, dass man es noch schlimmer macht. Wenn ich über Betrieb rede, dann möchte ich das ein bisschen abgrenzen, welche Aufgaben da sonst noch so im Raum stehen. Genauer gesagt, wenn ich über Deployment rede. Die Grenzen, die da aufgezeigt sind, diese Schichten, da zieht nicht jeder an der gleichen Stelle die Grenze genauso wie der andere. Ich kann mit Fabric Systeme konfigurieren, und es gibt Leute, die mit Puppet Service Deployments machen, aber es gibt so ein paar grundsätzliche Unterschiede, die man vielleicht im Kopf behalten kann. Wenn wir uns von unten nach oben hocharbeiten, Provisioning ist was, das findet normalerweise in einer sehr, sehr unwirtlichen Umgebung ab. Da ist eigentlich der Deal dabei, dass man ganz wenig macht, gerade so viel, das wird dann teilweise als Just Enough OS bezeichnet, so wenig wie möglich macht, um dann die Werkzeuge auf der nächsten Ebene der Systemkonfiguration anwerfen zu können, wo dann sowas wie Puppet reinkommt. Systemkonfiguration dreht sich aus meiner Perspektive darum, viele Maschinen mit einer ähnlichen, aber parametrisierten Konfiguration möglichst homogen zu managen. Und das Service Deployment kommt dann eher von oben drauf, nimmt solche Maschinen und individualisiert die dann mit ihrer Konfiguration für einen spezifischen Dienst oder eine spezifische Instanz eines Dienstes. Uns gibt es seit 13 Jahren, seit 2000, und wir haben da schon einiges mitgemacht, wie man Dienste ans Laufen bekommt. Wir werden besser, und die Probleme werden gleichzeitig auch natürlich härter. Das im Hinterkopf möchte ich euch Konvergenz ans Herz legen. Die Frage ist, warum?
Wenn ihr nur eine einzige Sache hier mitnehmt, dann sind die nächsten Folien genau das, was euch wichtig sein sollte. Alles andere nachher mit dem Bateau und den Werkzeugen, das ist alles Mechanik. Das hier ist ein bisschen was Konzeptionelles. Wenn ich ein System konfigurieren will, Dateien sind so eine typische Sache, irgendwie Rechte setzen, Inhalte, Verzeichnisse anlegen. Diesen Code, der ist ja einfach, den kann man verstehen, was das tut. Das nennt man vorwärtsgetrieben. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, der ist nicht einfach, der ist zu einfach. Das Verzeichnis könnte zum Beispiel bereits existieren oder irgendwas anderes könnte anstelle von der Datei FUBAR existieren. Könnte auch ein Verzeichnis schon sein oder noch schlimmer, es könnte ein Symlink sein, dann schreibe ich sonst wohin. Es kann auch sein, dass wenn das mal auf die Nase fällt und ich schon ein paar Schritte ausgeführt habe, dann kann ich nicht wieder weitermachen, wo ich schon aufgehört habe. Dann muss ich erstmal alles wegputzen und dann wieder von vorne anzufangen. Und wir ändern die Datei und den Modus der Datei immer, egal ob sich da was geändert hat oder nicht, was dann wiederum Folgeänderungen nach sich ziehen kann, wenn sich die Modification oder Access Time ändert und vielleicht ein subsequenter Make-Job dann plötzlich anfängt, auch wieder was zu tun. Und dabei wäre eigentlich überhaupt nichts nötig gewesen. Das ist also ein bisschen zu einfach. Wenn ich es konvergent mache, statt vorwärtsgetrieben, um es auf einen Bildschirm zu kriegen, muss ich das jetzt irgendwie nicht PEP-8-konform machen, sonst passt das nicht, dann würde es so aussehen, das wäre konvergent. Um zu erklären, was Konvergenz ist, zitiere ich mal die Wikipedia über CF Engine. Das ist ein Werkzeug, was auch Systemkonfiguration macht, von einem sehr fähigen Mann, dem Mark Burgess. Da lohnt sich auch, das Blog zu lesen. Konvergenz bedeutet, dass jede Änderung durch einen Agenten einen Fixpunkt darstellen sollte. Völlig logisch. Also, statt Schritte zu beschreiben, die nötig sind, um eine Änderung zu bewirken, sollte die Sprache einen Zielzustand beschreiben, der erreicht werden soll. Der Agent stellt dann sicher, dass die richtigen Schritte gewählt werden, um diesen konformen Zustand zu erreichen. Deshalb kann man es immer und immer wieder neu ausführen, unabhängig vom initialen Zustand des Systems, und erhält ein vorhersagbares Ergebnis. Das ist das, was da passiert. Aber das ist natürlich ziemlich hässlich. Der erfüllt zwar alle funktionalen Anforderungen an konvergentes Verhalten, der kann beliebige Initialzustände behandeln und bewegt das dann in die Richtung des angegebenen Ziels. Aber das Was und das Wie sind ziemlich miteinander vermixt und beim Durchsehen der Folien habe ich dann auch schon gesehen, was dann rauskommt, da ist ein Fehler drin. Sieht von euch jetzt auch keiner, ich habe es mir nicht gemerkt, will ich gar nicht wissen. Wenn ich mir das wünschen darf, dann würde ich es eigentlich viel lieber so aufschreiben. Wie das Zitat, wie die Definition eben gesagt hat, man beschreibt einen Zielzustand. Ich sage, da soll eine Datei sein, soll einen bestimmten Inhalt haben, einen Modus haben, und ich bestimme, ob ich mich um die führenden Verzeichnisse kümmern soll oder nicht. Das ist deklarativ. Ich sage nicht, was es tun soll, nur was ich haben will. Die Frage ist, wie kommen wir von diesem Codehaufen vorher jetzt hierhin? Teil 1 der Lösung, Teile und Herrsche. Wir nennen die Datei jetzt eine Komponente, und um Spaghetti-Code zu vermeiden, verteilen wir die Aufgaben einfach und sagen, naja, eine Datei, da gibt es so verschiedene Aspekte, die modellieren wir über Unterkomponenten, nämlich die Anwesenheit der, die Existenz der Datei, der Modus der Datei und der Inhalt. Die eigentliche Dateikomponente ist so funktionsfähig, total einfach. Die Basisklasse da drin übernimmt, nur für die, die sich wundern, übernimmt die Verarbeitung von den Konstruktorargumenten. Das Configure, was man da sieht, ist nur dafür da, den Zielzustand auszurechnen. Das darf nichts anfassen. Das wird nicht auf dem Zielsystem nachher ausgeführt, sondern sozusagen in der Luft und kann auch vom Framework mehrfach ausgeführt werden. Dieses Plus gleich ist ein Kompositionsoperator, der macht einen Baum von Komponenten. Also das Presence und das Mode und das Content werden Unterknoten von der File-Komponente. Und zum Schluss, die Reihenfolge spielt eine Rolle. Die Reihenfolge, in der der Kompositionsoperator angewendet wird, ist nachher auch die Reihenfolge, in der das an dieser Stelle ausgeführt wird. Die Frage ist jetzt aber, wie verrichten wir tatsächlich Arbeit? Dafür gucken wir mal noch eine Ebene weiter tiefer rein, nämlich in die Presence-Klasse. Nochmal, die Configure-Methode kann überall ausgeführt werden, nicht nur auf dem Zielsystem. Und die eigentliche Arbeit wird von den Methoden Verify und Update ausgeführt. Die werden dann wiederum im Gegensatz zum Configure nur auf dem Zielsystem ausgeführt und die dürfen sowohl den Zustand lesen als auch verändern. Das Verify kommt dran, wenn das Verify Update von allen Unterkomponenten ausgeführt wurde. Das ist also ein Death-First-Algorithmus. Und das bestimmt, ob der Zielzustand bereits erfüllt ist. In dem Fall, ob da eine reguläre Datei an dieser Stelle liegt. Und die Update-Methode wird genau dann ausgeführt,
wenn die Verify-Methode das sagt. Und um den Code übersichtlich zu behalten, immer weiter nach unten delegieren, noch kleinere Einheiten draus machen. Schauen wir nochmal eins weiter, da wir eben delegiert haben, gucken wir nochmal eins weiter runter. Das Muster dürfte schon klar werden. Verify und Update funktionieren gut zusammen, das ist relativ verständlich, finde ich. Natürlich könnte ich hier auch wieder Rekursion anwenden, aber es geht nur darum, Sachen einfacher aufzuschreiben, nicht dogmatisch zu sein an der Stelle. Ansonsten aber mehr Subkomponenten machen, um Komplexität zu reduzieren. Das ist alles optional. Configure kann weggelassen werden. Verify, Update sind dann nur gemeinsam sinnvoll. Aber da wird nichts vorgegeben, was man immer implementieren muss. Und ein ganz interessantes Muster ist, manchmal ist es am einfachsten, wenn man weiß, dass ein Update stattfinden muss, erstmal alles wegzuputzen und wieder von vorne anzufangen. Hilft nicht immer, will man bei einer Datenbank nicht machen, aber an einigen Stellen ist das ganz, ganz gut. Okay, Konvergenz, was bringt uns das? Wir können natürlich nicht mit 100% aller vorstellbaren Systemzustände umgehen, also kaputte Dateisysteme komme ich nicht gegen an, Asteroiden, die ins Rechenzentrum krachen, kann ich jetzt auch nichts gegen tun. Und das Verify-Update hat zwei Effekte. Man vermeidet unnötige Arbeit und gleicher Effekt eigentlich, aber nochmal anders ausgedrückt, man kann automatisch da weitermachen, wo man vorher aufgehört hat. Die geheime Zutat dafür sind diese Komponenten mit dem Verify-Update-Cycle. Ich hatte damals gesucht nach einer Möglichkeit, die Puppet-DSL so irgendwie nach Python zu transportieren, dass man Systemzustände beschreiben kann, ohne dass ein Bruch zwischen deklarativ und imperativ stattfindet. Das ist bei Puppet so ein bisschen blöd und ich habe mir die File-Komponente genommen gehabt und kann jetzt heute sehen, dass die File-Implementation ziemlich analog zu der von Puppet ist. Die Deklaration, die Benutzung, aber die Implementation deutlich sauberer. Das ist natürlich alles keine Magie, aber das hilft dabei, seinen eigenen Code so zu faktorieren, dass er konvergent bleibt und man ihn immer weiterentwickeln kann und komplexere Dinge aus einfacheren zusammenbaut. Das war das, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Ihr habt jetzt Datenstrukturen gesehen, die den konzeptionellen Hauptteil ausmachen und jetzt möchte ich ein bisschen die Grundsätze, die absoluten Ideen, die Grundlagen, die Werte kurz vorstellen, die ich im Kopf habe, wenn ich an Bateau-Features arbeite. Ich glaube, ich muss schneller machen. Egal was passiert, ein Deployment sollte immer ein einziges Kommando brauchen und immer der gleiche Befehl sein, egal was sich ändert. Wenn es gestern ging, soll es heute auch noch gehen und sollte das gleiche Ergebnis haben. Dazu muss es einfach sein, nicht nur für die, die Komponenten definieren, sondern auch für die, die am Bateau selber arbeiten, weil, um Hinek Schlawak zu zitieren, der leider nicht da ist, wenn es nicht einfach ist, ist es auch nicht zuverlässig. Außerdem möchte ich natürlich in der Lage sein, auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren und dabei das Eigenleben komplexer Systeme zu berücksichtigen. Ganz am Anfang, wenn wir zurückdenken, die Dienste sind eh schon komplex, teilweise kompliziert, dann soll jetzt das Deployment es nicht noch schwieriger machen, deswegen lege ich da besonderen Wert auf Verständlichkeit und Lesbarkeit und will Mechanik möglichst wegdrücken und Intention aufschreiben. Und wenn ich einmal rausgefunden habe, wie irgendwas gut geht, dann möchte ich es bitte ohne Aufwand wieder nochmal genauso machen können. Ich möchte nicht halbgare Deployments machen unter Aspekten, die ich eigentlich weiß, wie sie besser gehen, nur weil es so aufwendig ist. Und ein Service-Modell sollte sich auf verschiedenen Plattformen anwenden lassen. Unabhängigkeit, egal ob es Web oder Unix ist oder was anderes, das sollte alles in dieser Kernarchitektur überhaupt nicht vorkommen. Und allgemein möchte ich, dass Software, die ein Admin installieren kann, auch von Bateau installierbar ist. Wiederkehrendes Thema. Ich will nicht noch mehr Komplexität einführen, deswegen gibt es keine Dienste, die ich zusätzlich anfordere. Das ist ein bisschen das Gegenteil von der letzten Folie. Wenn Bateau irgendwas installiert, dann soll es auch ein Sysadmin installieren können, prinzipiell. Ich sehe das auch ein bisschen als eine sportliche Herausforderung oder so kreative Einschränkung. Ich suche dann nach Wegen, irgendwie bestehende Funktionen von Unix-Systemen so zu benutzen, dass sie bestimmte Ziele erreichen, ohne mir einfach bloß blind irgendwelche neuen Abhängigkeiten reinzuziehen. Das ist so eine Kontinuität, das ist so eine Variation vom Single Command. Egal, ob ich einen Dienst das erste Mal installiere oder zum x-ten Mal update, wieder gleiches Kommando, gleicher Code, da will ich nicht irgendwas Spezielles für machen. Und Software sollte beim Update nicht unnötig unterbrochen werden. Idealerweise möchte ich Updates die ganze Zeit in Flight ausführen können. Und das muss natürlich dann auch schnell sein, um instabile Zustände, die sich manchmal nicht vermeiden lassen, möglichst schnell zu überbrücken. Das ist ziemlich viel und das ist natürlich auch an einigen Stellen widersprüchlich. Und das ist eine Sache von gute Kompromisse finden. Und
manchmal baue ich dann auch erstmal irgendwas ein als Feature, um dann rauszukriegen, wie bewährt sich das in der Praxis, und dann baut man es halt um. Hinterher ist man schließlich immer schlauer, und das ist doch ein Grundsatz von Agilität. So, das war relativ viel Theorie, jetzt in Kürze noch konkrete Bateau-Sachen. Bateau, für die, die es noch nicht wissen, ist ein Kerl aus Ghost in the Shell. Und der hat die größten Waffen und der jagt und erlegt den Puppet Master. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Puppet hat bei uns einen wichtigen Platz, aber so ein kleines Wortspiel darf ja auch mal sein. Wer Bateau sich schon mal angesehen hat, wird sehen, dass auf der Folie hier eigentlich was fehlt. Wir haben keine Abhängigkeit zu VirtualEnv mehr. Das managen wir jetzt selbstständig. Das braucht nicht mehr systemweit da sein. Das ist deutlich zuverlässiger. Und das Mercurial wird momentan benutzt, um Code, den Deployment-Code zu verteilen, also über Bundles oder über einen zentralen Server. Und SSH wird benutzt per Holger Krekels ExecNet, um dann die ganzen Hosts zu orchestrieren. Welches neues Projekt anfangen? Ist die systemweite Installation von Bateau eigentlich nur dafür da, das Bateau-Init-Kommando zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz kleines Ding. Danach legt sich ein Bateau-Kommando direkt in das Projekt rein und wird mit eingecheckt. Und alle Interaktionen mit dem Bateau läuft immer über dieses Kommando. Ihr braucht nichts anderes, immer nur das. Und das kann dann von neuen Entwicklern benutzt werden. Wenn sie es auschecken, sagen die einfach Bateau und alles läuft. Und auch wenn ihr es updatet etc., das ist immer, immer geschmeidig, immer das Gleiche. Das ist so dieses Single-Command. Das Konzept von Environments bildet zum einen Komponenten auf Hosts ab. Also wenn ich mal Komponenten definiert habe, sieht man, dann sage ich, aha, ich habe die Hosts Multicall 0 bis 13 und die verschiedenen Komponenten verteilen sich darauf so und so. Und ich kann dann natürlich mehrere Umgebungen pro Projekt haben, für Staging, Produktion, für die Entwicklung, für jeden Entwickler eine eigene. Und ich kann auch angeben, wenn ich ein bestimmtes Environment remote deploye, welche Branch soll dann benutzt werden vom Mercurial. Das integriert sich eigentlich ganz gut. Da gibt es das Subcommand Local, der realisiert eine spezifische Konfiguration eines Environment Host Paths lokal. Das ist so für Entwickler und für Debugging. Da kann ich auch hergehen und sagen, mach mir hier lokal mal den Datenbankserver aus der Produktion, dann habe ich exakt die Konfiguration bei mir laufen. Und hier sieht man Konvergenz, ich kann es nochmal laufen lassen, passiert gar nichts. Remote ist das Gegenstück dazu, da gebe ich bloß ein Environment an, der deployt mir dann ein vollständiges Environment auf die spezifischen Maschinen und der kann die Reihenfolge über mehrere Hosts auf Komponentenebene koordinieren. Im Gegensatz zu Fabric, wo man sagt, ein Host, zweiter Host, also Task, Host 1, 2, 3, sagt der, okay, ich habe das Gesamtsystem, ich gehe zu allen Hosts und zuerst kommt da die Komponente hin, da die und dann da wieder die. Das ist ganz schnuckelig. Es gibt eine ganze Reihe von vordefinierten Komponenten, die, ich würde sagen, heutzutage erschlagen die so 80% etwa von dem, was man ständig braucht. Da ist ein bisschen was Komplexeres drin, wie der Supervisor, dass man dann bloß noch sagen muss, hey, ich habe hier ein Programm und ja, ich will den Supervisor und alles andere findet sich automatisch. Overrides sind die Zutat, mit der man Komponenten pro Environment customizen kann. Also wenn meine normale Komponente jetzt ein Frontend wäre, wo eine Domain www.example.com dranhängt, dann könnte ich sagen, ah, im Staging, da soll das überschrieben werden mit Test-Example.com, ich brauche das bloß in das Config-File eintragen, muss sonst nichts mehr machen, um das irgendwie miteinander zu vertüdeln, macht Bateau alles für mich. Secrets sind das gleiche wie Overrides, nur dass sie verschlüsselt sind. Da gibt es dann ein Wrapper-Kommando zu, der ruft intern GPG auf und managt, dass die Verschlüsselung, dass die entschlüsselten Daten nie aus Versehen damit in dem Repository landen. Das ist ein wichtiger Bestandteil davon, Deployment Single Command zu kriegen. Sowohl fürs erste Mal, wenn ich überhaupt diese ganzen Circuits abladen muss, als auch wenn sich was ändert und ich nie irgendwie nochmal händisch eingreifen muss. Der Zugriff hier ist auch wieder pro Environment steuerbar. Welcher Entwickler darf Staging, Produktion, die Passwörter sehen etc.? Genau. Und da packen wir alles rein. Von SSH-Keys, Passwörtern, SSL-Zertifikaten. Das ist extrem hilfreich. Provide Require ist dafür da, um Daten zwischen Komponenten auszutauschen. Da kann zum Beispiel der Applikationsserver sagen, hier an der Adresse, an dem FQDN, lebt ein App-Server. Und der HA-Proxy kann sagen, gib mir mal alle davon und dann rechne ich meine Config aus. Das ist der Mechanismus, der bestimmt, wie die Komponenten miteinander interagieren. Da kriegt das Bateau selbstständig raus, der provided dem was, also muss der zuerst konfiguriert werden und dann der. Und der warnt euch auch, wenn ihr Dinge provided und nicht required oder andersrum. Das VFS-Mapping ist so ein Hilfstool, um lokal mal Sachen auszuprobieren. Der biegt nämlich alles, was aus dem normalen Sandbox-Verzeichnis rauslaufen würde, in ein spezielles Fake-Root um. Und das Schöne dabei ist, dass die Referenzen darauf intakt bleiben. Wenn ich also dann tatsächlich dann mit dem Pfad woanders noch arbeite und der remapped wird, werden auch alle, die darauf zeigen, remapped und ich kann das halt trotzdem immer noch ausführen.
Assertions, die helfen, um Verify zu schreiben. Das ist ein bisschen Unit-Test-Style-API, wo ich halt einfach ein paar Helfer habe, um ein Kommando auszuführen, zu gucken, war der Return-Code 0 oder nicht. Ist eine Datei mindestens so aktuell wie eine andere oder abstrahiert ist eine Komponente mindestens so aktuell wie eine andere oder hat sich gerade irgendwas geändert? So, das war der Schnelldurchlauf durch die Bateau-Features. Ich hoffe, das war verständlich und interessant, auch wenn es viel und schnell war. Bateau hat natürlich noch ein paar kleine Features rechts und links, die man ab und zu mal braucht, aber im Prinzip war es das so. Und mit der Konstellation haben wir in großen Projekten, wie diesem Diagramm am Anfang, tatsächlich zuverlässige, einfache Single-Command-Deployments hinbekommen. Ganz kurz nochmal Wiederholung. Konvergenz ist toll, aber schwierig. Bateau versucht es ein bisschen einfacher zu machen, indem wir ein Framework dafür bereitstellen. Komposition ist super, um Konvergenz hinzubekommen, weil die einzelnen Teile verständlicher werden und der Algorithmus, diese zusammenzusetzen, zuverlässig gemacht werden kann. Und natürlich, es ist eine Unmenge Details am Ende. Da kommt ihr auch mit Bateau nicht raus. Es gibt keine Silver Bullets und ich kann niemanden daran hindern, sich auf äußerst kreative Weise in den Fuß zu schießen. Ich kann nur hoffen, dass ihr es genießt, wenn der Schmerz nachlässt und ihr euch nicht so sehr verletzt habt. Wie geht's weiter? Die 1.0 ist so ganz kurz vor der Haustür. Da ist jetzt nur noch Dokumentation zu schreiben. Das werde ich hoffentlich morgen und übermorgen machen. Parallelisierung von Remote Deployments ist was, wo ich nochmal ran will. Und ein paar mehr Komponenten vordefinieren. Wer zum Sprint da ist, kann mich gerne ansprechen. Ich kann gerne was zeigen, was helfen. Genau. Dokumentation, Releases auf dem PyPy, Bitbucket, Fragen. Ja, danke. Geiles Teil. Ich glaube, ich schmeiße Fabric weg. Und nur eine Frage. Macht ihr auch was mit Windows? Also müsst ihr auch Windows-Rechner mitbekommen? Oder ist das wirklich nur in der... Ich muss nicht, weil ich nicht will. Ich will nicht, aber ich muss. Aber da gibt es keine Erfahrung. Da gibt es die Erfahrung, dass ich tatsächlich Dinge reingebaut habe, damit es nicht geht. Nein, also ich hab mir nicht mal besondere Mühe gegeben, den Code portabel für Windows zu machen. Also Pfadseparatoren schreibe ich inzwischen einfach per Slash da rein. Das geht mir auf den Keks, wenn ich den Code nicht sehen kann und weil da alles nur voll ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich keinen Meter extra auf die Windows-Welt zugegangen. Ja, also wir versuchen. Was? Gut, okay. Also ich sag nur, ich weiß, dass das war immer historisch so ein typisches Problem. Ich habe mir keine besondere Mühe gegeben, wenn es nicht im Weg steht und mir jemand Patches schickt und das maintaint, vielleicht. Ich will nicht zu abweisend wirken, bloß ich weiß, dass ich keine zusätzlichen Schmerzen bereit bin anzunehmen. Du hast gerade vorhin gesagt, ihr deployt dann die Python-Abhängigkeiten ohne virtualenv. Kann ich dann auf einer Maschine mehrere Versionen von NumPy und so weiter haben oder wie macht ihr das? Der Trick ist, um das virtualenv geht es nur darum, welche Abhängigkeit hat Bateau. Im Vergleich, wenn du Buildout kennst, Buildout hat zum Beispiel das Problem, dass die Anwendung, mit der du Buildout ausführst, das Python, mit dem du Buildout ausführst, ist auch das Python, mit dem die Anwendung laufen muss. Bateau ist komplett abstrakt, völlig agnostisch. Das ist plattformunabhängig, zweckunabhängig. Das Python, mit dem Bateau läuft, hat nichts damit zu tun, was du da installierst. Im Gegenteil, es gibt eine VirtualEnv-Komponente, irgendwo steht's, da, wo du sagen kannst, ich hätte gerne ein VirtualEnv für diesen hier ins Python, dann kannst du 70 VirtualEnvs managen. Da ist ein Pip-Wrapper mit dabei, der die Versionen festzieht und wenn du dann in deiner Definition sagst, jetzt brauche ich auch ein Python 2.7, dann weiß er, wie er das abräumen und wieder hinräumen muss. Aber ihr verwendet dann da Standardmechanismen nochmal. Ja, genau. Oder was ist da? Bitte? Was ist da dann the way um diese Binärsachen zu transportieren? Wheel oder Buildout oder? Also Buildout ist eine Variante, aber du kannst ja auch Pip einfach sagen, hier, zieh ein Source Package, kompilierst. Ich mache viel über einfach auf der DC-Maschine kompilieren. Okay, gut. Aber im Endeffekt, ja gut. Aber du kannst machen, was du willst, das ist der Trick, das Framework an der Stelle. Das sind dann die Details, wo ich mir selber ins Knie schießen darf. Ja, genau. Ja. Danke. Ich helfe dir auch, so ist nicht. Die coolen Jungs machen jetzt alle Ansible. Kannst du das irgendwie abgrenzen? Ansible
wollte ich mir mal angucken, bin ich noch nicht zugekommen. Die scheinen was Cooles zu machen, dass sie irgendwas vorkompilieren, auf die Kiste schicken und sich da injecten und nichts brauchen. Sonst werde ich immer noch nach Salt gefragt. Salt braucht halt Daemons dort auf der Zielinfrastruktur und ich brauche eigentlich nichts und das ist ganz angenehm. Ich habe von irgendwem gehört, der Ansible benutzt hat in den letzten Tagen und meinte, scheiße lahm. Kann ich von Bateau jetzt nicht behaupten. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ansible ist so ein bisschen, geht in die Richtung, versuchen wir alles zu machen an der Stelle. Ich versuche Dinge so zusammen zu paketieren, dass sie für diesen Zweck genau das Richtige machen. Gerade wenn es so um dieses Secrets Management, diesen, das und jenes geht, dass die schön ineinander greifen. Ansible scheint sehr generisch zu sein. Du sitzt ja eh neben mir. Insofern, du weißt, warum wir es nehmen. Das hat sich ja lange entwickelt, dass wir irgendwie eben Fabric und dies und das und jenes hatten und dann einfach immer wieder refaktoriert haben und jetzt sind wir da angekommen. Genau. Wer mag noch? Es scheint ja im Wesentlichen für Web-Frameworks und so weiter gemacht zu sein. Ist es Overkill, wenn man eine normale, einfache Anwendung damit irgendwie deployen möchte, hilft es da auch oder ist es da Overkill? Was heißt eine normale, einfache Anwendung? Ich sag mal eine Desktop-Anwendung oder eine wissenschaftliche Anwendung, die irgendwo nur läuft. Es ist tatsächlich eher für Serversysteme gedacht, wo du sagst, ich muss halt mehrere Anwendungen, mehrere Teile, die miteinander interagieren, im Zusammenspiel irgendwo hinlegen. Deswegen gehe ich versuche auch kein Build-System zu sein an der Stelle, sondern ich sage bloß, naja, dann brauchst du halt einen Open-LDAP, wenn du selber kompilieren musst, dann hast du ein bisschen Hilfe, um so Compiler zu wrappen. Und, aber im Prinzip nimmst du dann das Build-System von dem jeweiligen Tool und es geht darum, eigentlich agnostisch zu sein. Eine Desktop-Anwendung würde ich damit nicht bauen. Der paketiert auch nichts. Der ist wirklich nur dafür da, sozusagen kontinuierlich Updates auf Server zu fahren. Das ist so das grobe Muster. Aber es muss auch keine Web-Anwendung sein. Also irgendwas, was du halt auf mehreren Systemen koordiniert ablegen musst, das ist so die Frage. Und die dann einen einheitlichen Dienst anbieten, das ist so die Idee dabei. Cool, danke. Du sagtest, ihr legt Wert auf Konvergenz, das ist ja schön. Wenn ich das richtig verstanden habe, macht ihr Push-Deployment. Ja. Ja, also wenn ihr wollt, dass es immer konvergent ist, müsstet ihr einen Cronjob machen, der alle halbe Stunde dann ein Push-Deployment macht, sozusagen. Ja. Ja. Kommt drauf an, wie man das, Macht ihr nicht so, aber würdet ihr dann so machen müssen. Was heißt immer konvergent? Also immer konvergent, dann müsste ich sozusagen irgendwelche Trigger ins System, die ganze Zeit, wo das System auf sich selbst auf... Ja, wo das System selber aufpasst, regelmäßig, dass es noch in dem Zustand ist, den es haben soll. Genau, also CF Engine, der Mark Burgess geht immer so von einer Repair Rate von 5 Minuten aus bei sich, auf Systemebene. Das Dumme ist, du kannst bei einem Deployment halt eben nicht 100% versprechen, dass das unfallfrei abgeht. Gleichzeitig, das hängt immer davon ab, was du für eine Change Rate hast. Praktisch für Deployments ist das genau das Richtige für uns. Auf Systemebene, wo wir Puppet einsetzen, haben wir momentan einen zweistufigen Mechanismus. Das Puppet kommt alle 2 Stunden vorbei, glaube ich, und wir haben einen 10-minütigen Micromanagement-Job, der bestimmte Dinge, die sich häufiger ändern müssen, nachzieht. Da bin ich nicht dogmatisch an der Stelle. Das funktioniert für uns so gut und wenn das mal nicht funktioniert, dann müssen wir was anderes bauen. Noch Fragen? Dann hätte ich noch eine. Bitte. Du hast ja gesagt, ihr verwendet auch noch Puppet, also warum beides? Haben wir da eine Folie zu? Ja, da war's. Weil wir diese Ebenen gedanklich trennen. Puppet gehört für uns zur Systemkonfiguration und das ist ja diese Aufgabe von, da wollen wir irgendwie unsere 200, 300 VMs möglichst einheitlich managen. Wir sagen, die VMs sehen im Prinzip gleich aus, parametrisiert. Ich weiß, auf der kommt ein Engine X, aber der Engine X weiß nicht, ob da die Domain A, B oder C drin lebt. Deswegen haben wir es getrennt. Dafür ist das Puppet sehr gut gemacht. Auch die Puppet-Leute selber sagen, wir machen System Configuration und nicht Service Deployment. Und das ist eben tatsächlich dann eher push-basiert an der Stelle. Ob man das gut findet, kann man sich auch wieder drum. Es gibt verschiedene Meinungen, für uns funktioniert das gut. Das ist der Grund. Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Werkzeuge. Keine weiteren Fragen mehr? Dann würde ich sagen, vielen Dank. Dankeschön. War auf jeden Fall eine sehr hohe Wortdichte.